Und weiter geht es bei Bauen und Wohnen. Jetzt sprechen wir über das Thema Sanieren. Und im Studio sind der Herr Bauer und der Herr Messo. Herzlich willkommen. Hallo, Herr Bauer. Herr Messo, immer mehr Menschen entscheiden sich ja dafür, keine neue Immobilie zu bauen, sondern eine Bestandsimmobilie zu kaufen. Was spricht jetzt dafür? Da spricht eine ganze Menge dafür. Zum einen ist ein großer Teil unserer Gebäude schon gebaut worden. Und von daher kriegt man auch schöne Immobilien, wenn man in den Bestand investiert. Wenn man eine Bestandsimmobilie saniert, dann erhält man diese Substanz auch, trägt also dazu zum Ressourcenschutz bei. Und wenn man die auch noch energetisch saniert, dann trägt man auch zum Klimaschutz bei. Und das wird aktuell auch gefördert. Herr Bauer, Sie sind ja jeden Tag draußen, machen für den Kunden die Häuser neu. Was spricht für Sie für eine Bestandsimmobilie? Also wenn ich mich mit Immobilien beschäftige, dann komme ich irgendwann an eine Sanierung. Und wenn ich eine Bestandsimmobilie habe, die jetzt in die Jahre gekommen ist, dann ist jetzt eigentlich ein idealer Zeitpunkt für eine Sanierung. Es hat noch nie so viel Förderung gegeben, wie es momentan gibt. Und das spricht natürlich für eine energetische Sanierung eines Hauses. Was ist jetzt der Ablauf? Weil da fragen sich auch viele, die sanieren wollen, an wen soll ich mich wenden? Wie ist der Ablauf? Brauche ich jetzt einen kompletten Plan? Mache ich erst eins oder mache ich erst drei Gewerke? Gut, da ist natürlich so, dass der Bauherr sich intensiv mit der Sanierung auseinandersetzt. Wichtig für ihn ist, dass er den richtigen Partner dafür aussucht, ob das jetzt ein Handwerker ist oder ob das ein Architekt ist oder ein Energieberater, ist mal dahingestellt. Wichtig ist einfach, dass er nicht den Fehler beginnt und zu sagen, jetzt mache ich dieses Jahr die Heizung, nächstes Jahr die Wärmedämmung und übernächstes Jahr die Fenster, weil das geht in die Hose, weil dann ist nicht aufeinander abgestimmt. Und wenn ich das Ganze vorhabe, kann ich das schon über 3 Jahre ziehen. Das spielt gar keine Rolle, aber ich muss es aufeinander abstimmen. Und dazu braucht es einfach entweder einen Architekt oder einen Handwerker, der im Prinzip den Bauherr an die Hand nimmt. Herr Messer, mit welchen Einschränkungen müssen jetzt die Leute rechnen, wenn saniert wird? Weil sie haben nicht nur Angst vor dem Krach, sondern vor allem vor dem Dreck. Ja, ich denke, mit einem professionellen Handwerker zusammen kriegt man das sehr schön und geordnet über die Bühne. Entweder von oben nach unten oder von unten nach oben, je nachdem, wie man sich entscheidet. Oder eben auch von innen nach außen. Das ist etwas, was wir auch empfehlen. Also wenn der Putz beispielsweise ansteht, dann auch eine Wärmedämmung gleich mitzumachen, die Fenster auszutauschen. Und dann kann ich die Heizung auch entsprechend darauf abstimmen. Jetzt gibt es ja den Klimaschutzplan der Bundesregierung. Bis 2050 sollen wir weitgehend treibhausneutral sein. Was bringt jetzt überhaupt eine Dämmung? Wie viel Prozent spare ich dann ein? Das werden wir häufig gefragt. Die Gesamteinsparungen bei einer kompletten Sanierung liegen bei bis zu 80%. Ja. Je natürlich auch auf Basis der Substanz, die ich vorliegen hatte. Ja. Und im Fassadenbereich liegen wir bei ungefähr 20-25%. Und dann kommen nochmal über Dach und Keller weitere 15-20% dazu. Also zwischen 20-40% kriegt man über die Dämmung hin. Wenn ich da ganz kurz einhaken darf. Also wir hatten letztes Jahr eine wunderschöne Sanierung von einem 6-Familienhaus. Ein Haus in den 50er Jahren gebaut und da haben wir eine Wärmedämmung drauf gemacht. Die Dämmung kam im Juli drauf und die gesamte Heizperiode des zweiten halben Jahres lief schon über die Wärmedämmung. Und der Bauherr hat dann bei der Gasversorgung den Wert eingegeben, das macht man heute alles online, und sagt, dann gibt er den Wert ein des Gasverbrauches und der Computer sagt, der Wert liegt außerhalb des Möglichen. Okay. Dann war der natürlich völlig verdutzt, ruft bei dem Gasversorger an und siehe da, im ersten halben Jahr hat er schon mehr wie 30% Gas eingespart. Okay. Und das ist natürlich ein Wort. Das ist natürlich ganz schön viel. Genau. Das wollen ja die Menschen damit auch erreichen. So ist das richtig, das Ganze. Genau, Wenn Sie es gerade schon erzählen, was sind jetzt die größten Fehler, die eigentlich passieren können? Und was sollten vielleicht die Bauherren unbedingt vermeiden, damit das alles auch am Ende funktioniert? Gut, die größten Fehler, das habe ich vorher schon gesagt, dass man alles einzeln macht. Also im Prinzip ist eine Sanierung also es muss einfach komplett durchgeplant sein von A bis Z und ich muss die richtigen Partner ins Boot holen. Und dann ist das eine Sache, die funktioniert und dann hat man auch nachher Freude an dem, was passiert und was daraus entsteht. Herr Bauer, Herr Messo, vielen Dank für den Besuch hier im Studio und Sie machen ja richtig Lust auf Sanieren. Sehr gerne, ich hoffe, es machen viele mit. Hey liebe User, wenn euch unser Beitrag gefallen hat, dann lasst uns ein Gefällt mir da und abonniert bitte unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen oder auch Vorschläge habt, dann einfach kräftig kommentieren.